Moin moin meine lieben Moschis, willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Stranger Things 3, das Spiel. Ich bin totaler Stranger Things Fan, also wirklich mega Serie, kann ich jedem nur ans Herz legen, der ein bisschen auf Horror, Grusel, Spaß steht. Mega Story dahinter. Ja, wir starten jetzt einfach mal das Spiel. Ja, kann man einfach so lassen. Beginne mit zwei Figuren im Standardmodus. Schalte im Laufe der Geschichte weitere Figuren frei. Spieler, die die Geschichte durchspielen und nicht so oft sterben wollen. Ja, aber das ist normal, ne? Starte den Apparat. Kamerad Leutnant, fast geschafft. Sie sehen unsere Fortschritte. Wir brauchen nur mehr. Sie haben ein Jahr. Hawkins, Indiana, ein Jahr später. Du kommst wieder zu spät. Lass mich raten, du hast mit Elf rumgeknutscht, nicht wahr? Egal. Gehen wir. Wir wollen die Eröffnung nicht verpassen. Okay. Freundchen, die Schlange reicht bis zur Tür hinaus. Bei diesem Tempo verpassen wir noch den Film. Was sollen wir jetzt tun? Naja, wir warten. Toller Plan, Einfallspinsel. Wir können auch einfach warten. Lass uns unten nach Steve suchen. Kann ich jetzt einfach eine verpassen? Ah, nee, okay. Naja, okay. Hä? Hier geht's runter? Ne. Ah, hier geht's runter. Ja, moin. Scoops, ahoi! Was ist denn da drin? Kann man das klauen? Man kann die Taschen zerstören. Kauft ihr was oder nicht? Hey Steve, lässt uns hintenrum auf die Korridore? Tut mir leid, geht nicht. Warum nicht? Finde die Schlüssel zu den Korridoren nicht. Die brauche ich für die Tür. Hilf mir und such mit. Meine Schlüssel müssen hier irgendwo sein. Yay! Ihn einfach mit weggekloppt, ist mir egal. Hast du die Schlüssel? Bitte sehr. Super, ich schließe die Tür auf. Nicht vergessen, das ist unser kleines Geheimnis. Verstanden, danke Steve. Da muss jemand Winziges rein. Okay. Braucht man eine Schlüsselkarte für... Oh, hallo. Tschö. Warum ist es so dunkel hier drin? Der Strom ist aus, der Aufzug geht nicht. Weitersuchen, das muss einen Weg geben. Ich will das Ding da verkloppen. Muss ich das aufheben hier? Nee, ne? Aber da steht einer. Dürft ihr Kinder hier sein? Wir kommen nicht weg, der Aufzug hat keinen Strom. Viele der Schaltkreise sind für die nächsten Stunden außer Betrieb. Stunden? Dann verpassen wir den Film. Helfen Sie uns? Ja, aber nur wenn ihr erst was für mich macht. Lagerräume voller Ratten. Kümmert euch um die Ratten, dann gebe ich euch den Schlüssel. Deal. Gut so, sagt Bescheid, wenn alle Ratten tot sind. Kein Problem. Die Killerratten hier. Bam! 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 Im
Lagerraum auch direkt auseinander. It's easy going. Easy going! Ah, ich schaue nämlich auch noch mit alles. Ich mache alles leer. Bam! Alter, wenn der hier reinkommt, kriegt der einen Herzinfarkt. Alles auseinandergeprügelt hier. Statt auf hier oben hier. Brauche einen Bolzenschneider. Scheint mit dem rechten Tastenfeld verbunden zu sein. Das können wir nicht öffnen. Man braucht Hackerfähigkeiten. Aber der kann schießen. Oh! Ich das gar nicht so schlecht, verstand da? Der mein Essen aus dem Spind geklaut hat, wird dafür büßen, Betty. Lappen. Yeah, ich hab Lappen gefunden. Habt ihr die Ratten getötet? Erst dann kriegt ihr den Schlüssel. Fertig, wir brauchen eine Dusche. Gute Arbeit, hier ist der Schlüssel. Seid vorsichtig, andere sind nicht so freundlich wie Ivan. Ivan. Anscheinend öffnet diese Platte die Tür. Wechsel die Figur mit. Ah ja. Ah ja. Okay, das Spiel scheint richtig geil zu sein. Gefällt mir richtig gut, das Spiel. Moment, da vorne. Lass den Kerl durch, dann drück den Knopf an der Wand. Verstanden. Ah, okay. Gesperrt. Ha! Da war noch eine Ratte. Hier ist ein Zettel. Willst du eine Hypothese überprüfen? Sieh dir die zwei größten Poster an. Wir müssen uns wohl gleichzeitig auf zwei Platten stellen. Okay. Bleiben. Wir müssen zusehen, dass wir den Strom wieder ankriegen, um durch die Tür vorn zu kommen. Den Film verpassen wir nicht. Hier muss es doch mehr Schalter geben. Gibt's auf jeden Fall mehr Ratten, ey. Ekelhaft. Ekelhaft. Bam, bam. Jetzt haben wir den Typen da oben eingesperrt. Das Ding versorgt das Theater mit Strom. Strom. Ah ja, okay, da unten ist wieder einer. Aufpassen. Ja, Mann! Einfach die Aufpasser hier verprügeln, Alter. Moin! Ist mir egal. Zwei Kinder erschlugen Aufpasser. Das sieht nicht gut aus, ne? Heizungsfuzzi im Keller. Weil sie einen Film sehen wollten. Warum ist hier alles so mit Blut, Alter? Ist jetzt die Killerratte. Plus Energie. Die Ratten haben Geld verloren. Das ist ja auch geil. Ein Topfhandschuh. Juhui! Ich hab Topfhandschuh. Den hab ich mir gewünscht. Ah ja, Gesundheit, okay.
Vorsicht, einer unserer tomatenlosen Behälter war undicht. Ja, moin. Problem. Kein Problem. Bemerkenslose. Könnte sein, dass vorne eine Leiche liegt. Nicht wundern. Wer hat das Licht ausgemacht? Das ist ein Ausfall, Trottel. Durch den Stromausfall hätten wir fast den Film verpasst. Was fangen wir den Rest des Sommers an? Gehen wir zu mir nach Hause. Will wollte sich mit uns im Keller treffen. Susi, hörst du mich? Susi! Ah ja, Rezepte. Kinderspiel. Achso, dafür braucht man dann Topfhandschuhe und so einen Kram. Alter, Freddy Krüger Handschuh. Moin! Nehme ich. Da ist er. Da seid ihr ja. Ich habe euch im Kino aus den Augen verloren. Wir wurden auf dem Weg hinein aufgehalten. Was machen wir jetzt? Wie wäre es mit Dungeons and Dragons? Nicht jetzt. Ich will mit Elf auf ein Date. Aber ich brauche Geld. Vielleicht hat Mrs. Wheeler was zu tun, wenn sie im Hawkins... sie ist im Hawkins Freibad. Wir müssen das denn willkommen heißen. Er kommt heute aus dem Ferienlager zurück. Und dann spielen wir D&D, oder? Später, Will. Komm erst zu Dustins Haus, zur Party. Du hast jetzt mehrere Quests. Öffne das Protokoll mit Select. Verfolge deinen Fortschritt in der Registerkarte Quests. Okay. Wir haben einen Zwerg gefunden. Jemand in Hawkins sucht nach allen 50 von ihnen. Du siehst sie auf der Seite Gegenstände in deinem Protokoll. Ah ja. Okay. Hier geht's raus. Komm, lass mal an. Der Velaton brummt. Wo geht's hier hin? Okay. Öffne Karte mit Select. Die Markierungen zeigen die Position oder das Ziel des aktuellen Questziels. Okay. So sieht das also hier aus. Ah ja. Okay. Das ist das Freibad. Hätte ich jetzt im Haus auch noch nach oben gekonnt? Lass mal eben gucken. Wir haben ja keinen Zeitdruck, ne? Naja, guck mal, man kann doch hoch, geil. Mama, ich war das nicht mit den Blumen. Weg mit dem Scheiß. Die ganze Bude auseinander. War alles der Typ unten im Keller hier, Will. Naja, ey, da ist noch ein Zwerg. Well, hab ich gefunden. Bam. Bam. Voller Rowdy-Rüpel hier. Was hat da? Tennisball. Guten Tag, beißt mich. Okay. Oder wie würde das denn machen? Arr. So. Münzen einwerfen. Wir können uns eine Coke ziehen, aber das machen wir lieber nicht. Bam. Kabum. Die Blumen auch kaputt machen? Nee. Guck mal, hier ist ein Ballgeld. Alle Büsche auseinander. Egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Roboter mit Senf. Ist mir egal.
ich mit dem Spiel fertig bin, können die ganze Stadt neu aufbauen. Du bist gut in Form, Billy. Ich meine als Schwimmlehrer natürlich. Ich könnte ihnen da was beibringen. Ich bin gut im Rückenschwimmen, was? Du unterrichtest doch keine Erwachsenen. Ausgewählte Kunden schon. Es gibt ein Hotel mit schönem Pool. Oh meine Güte. Ja. Es gibt da so ein Hotel mit schönem Pool. Hey Nurse, Karen sucht nach euch beiden. Willkommen auf der staatlichen Schule von Hawkins. Keine Faxen, okay? Übersetzungsfehler? Ich glaube schon. Da ist Billy. Lasst euch hier besser nicht blicken. Doch. Ich mache hier alles kaputt, Billy. Hier. Muss alles aufräumen nachher. Arschloch. Hey, putz mal auch kaputt. Die Herrenumkleide. Ich habe keine Lust, schwimmen zu gehen. Also gehe ich nicht hinein. Aber da könnten doch Luten sein. Junge, Luten. Er könnte Lut sein. Er schmeißt den Geld in den Müll. Guck mal auf meinen Twitch-Kanal. Kannst du donaten, anstatt den Müll zu schmeißen. Machen wir da was Ordentliches raus. Wow, er hat wirklich wohlgeformte... Jungs, was macht ihr denn hier? Wo ihr gerade hier seid, ich habe einen Auftrag für euch. Ich brauche Shampoo für einen besonderen Anlass. Geht zu Cheryl in den Mall. Sagt eurem Vater nichts. Es ist eine Überraschung. Oha! Und dieser Billy, ich liebe Bademeister, sucht auf den. Ja, genau. Da wollen wir aber rein. Nee, okay, das kriegen wir nicht auf. Brauche unbedingt einen Bolzenschneider. Was denn hier? Der Schuppen von Harkins Robert sieht verschlossen aus. Oh, hab dich. Ich hab dich. Das steht nur für Mitarbeiter. Muss für die Mitarbeiter sein. Nein. Genius. Hey, Dovis. Ich habe gehört, ihr geht in die Mall. Na toll, es geht los. Wollt ihr hier wieder rein? Bringt mir eine Brezel vom Starcourt mit. Na gut, gibt uns Geld. Geld? Das ist euer Problem. Jetzt raus aus meinem Freibad. Billy ist so ein Mistkerl. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ich scheiß auf deine Brezel, Junge. Da geht's zur Mall. Zur Mall. Hoffe eine weiche Brezel. Verwenden, um wichtige Orte in Hawkins aufzusuchen. Die Markierungen zeigen den Ort deiner aktuellen Quest. Hawkins Square Starcourt Mall. Dann gehen wir mal dahin. Das Spiel gefällt mir richtig gut, Leute. Das gefällt mir wirklich gut. Na, wer ist denn da im Auto? Ah. Und da. Mach mal euren Scheiß hier kaputt. Hopp, Zwerg. Okay, ich hab den Zwerg mitgenommen. Kein Problem. Was denn? Wir brauchen dich! Wo bist du? Das denn war übrigens auch sehr lange mein Profilbild bei hier auf der Xbox. Hier waren wir gerade, ne? Genau. Hier waren wir gerade. Können wir noch da oben gucken? Einmal alles absuchen hier. Sind noch drei Büschchen. Wo hier überall Geld drin liegt. Ich sollte vielleicht mal hier auf der Straße die ganzen Büsche wegkloppen. Warum sitzt meine Mütze eigentlich so schief? Das weiß auch keiner, ne? So, hier, Paps. Paps im Mülleimer. Ich nehme alles mit, Mama. Ist kein Problem. Oh, Behörde. Super. Voll zerkloppt. Es ist so toll hier, man kann so viel machen. Münzen einwerfen. Nein. Wollen wir jetzt sparen? Nein. Da gehen wir gleich rein. Clary. Erstmal machen wir alles kaputt. Oh, ein Herz.
Wolltest du mal reiten? So, erstmal haben wir alles kaputt gemacht. Kann man auch irgendwie rennen oder so? Sorry. Ich bin Cheryl. Suchst du was Bestimmtes? Ja, ich brauche Shampoo. $5. Dankeschön, Cheryl. Dankeschön, Cheryl. Oh, im Burger war Geld drin. Deswegen esse ich so viele Burger immer. Warte drauf, dass da ein... Haben sie eine Brezel, auf die sie genießt haben oder so? Ich habe eine Brezel auf den Boden fallen lassen. Die muss ich wegschmeißen. Ich bezahle sie, sie nicht wegzuschmeißen. Das Geld stecken sie ein. Na gut, aber wenn du das pet, bist du tot. 5 Cent, Alter. Lecker. Die auf den Boden gefallene Brezel, wer will sie nicht immer essen? Hallo? Wollt ihr das noch essen? Tut mir leid. Machen Sie Gewinn und gewinnen Sie dieses tolle Auto. Bang, 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 bang. Die Mucke finde ich geil. Und wieder zurück. Billy, ey, hier ist ja wieder alles ganz. Mach mir nicht, da kommt schon wieder Geld raus. Hallo. Ey, diese sind ja wieder alle ganz. Und da kommt wieder Geld raus. Ey, Leute, da muss ich aber alles wieder kaputt machen, ne? Sonst werde ich ja nie eine Rich Bitch. Eine Rich Bitch. Habt ihr meine Brezel oder muss ich euch verprügeln? Echt jetzt? Und meine Mom zuschaut? Hi, Mom. Gib sie mir einfach raus hier, bevor ich es mir anders überlege. Ja, lass es dir schmecken. Okay, ich werde jetzt hier nicht immer alles nochmal kaputt machen. Das ist mir auch dann zu doof irgendwie. Ist das mein Shampoo? Perfekt. Hier habt ihr etwas Geld. Macht euch einen schönen Abend. Und wartet nicht auf mich. Mama will ins Hotel gehen, die alte Hau. Will ja nichts sagen, ne? Will ja nichts sagen. Was willst du? Hey Kinder, ihr habt für Karen Besorgung gemacht. Macht ihr auch für mich welche? Geht zum Malwolz und kauft mir einen neuen Föhn. Hier habt ihr Geld und beeilt euch. Ich muss bald nach Hause. Alter. Neuen Föhn. Billy bat mich, euch um einen Gefallen zu bitten. Jetzt wisst ihr, wo der Hase hier was herhüpft. Komm schon, du auch? Was soll denn? Was denn los? Holt mir einen Milchshake. Ihr habt doch Freunde, die bei Scoops auch heuer arbeiten. Sagt ihnen, Billy und ich finden ihnen, stehen diese Outfits. Haha. Oh. Zweimal dieselbe Quest? Weiß ich nicht. Wegen Billys Gang gehen wir noch pleite. Wir müssen uns wehren. Wir gehen zu Scoops und reden mit Robin. Ich weiß Rat. Ist ein Köttel, mach ein Köttel. Ist ein Köttel, mach ein Köttel. So, wo ist jetzt hier dieser komische Laden? Ist der hier oben? Könnt ihr Kenner mir einen Gefallen tun? Ich muss im Rathaus dieses Geschenk für Mailer. Könnt ihr diese Halskette dort bei der Empfangsdame abgeben? Schon. Großartig, dieses Geschenk ist überfällig. Ah ja. Ich gebe auch immer Fremden einfach meine Erledigung. Wo soll ich denn hin? Machen wir erstmal die Quest auf.
jetzt aktiviert. Ja, erstmal mit Robin reden. Hey Leute, was geht? Gibt's wieder Probleme? Billys blöder Freund Chad erpresst uns für einen Gratis-Shake. Er sagt, ihr seht doof aus. Ach ja, ich habe eine Idee. Wir mixen ihm einen speziellen Shake. Besorgt mir mal Ultralachs vom Malwalz und Shake-Mix aus dem Lagerraum. Wir müssen doch eine Packung haben, vielleicht hinten in den Kisten, okay? Guck nach, kein Problem. Da ist der Shake-Mix. Bitteschön. Kauft ihr was oder nicht? Na, hä? Ich wollte dir den Shake-Mix geben. Melwalz, wo ist das? Wo ist Melwald? So. Braucht man Schuhs? Clarys? Crimp? Kein Melwald. Wo the fuck ist Melwald? Ah, da ist Melwald, bei Hawking Square. Das muss man auch erstmal wissen, Alter. Melwald. So, jetzt können wir uns erstmal hier umgucken. Ich vermute, hier sind irgendwo Zwerge. Ich rieche sie. Ich bin nämlich offizieller Zwergenschnüffler. Aber willst du denn, Alter? Bring mir die Fresse, Alter. Oh! Alter. Was ist das denn, ja? Hawkins sind überall Gangster. Abgeschlossen. Warum sind hier überall so Prügelknaben, Alter? Was ist da los? Ah ja. Hams? Laos. Oha, in der Packung war ja richtig Geld. Immerhin ist Melwalds noch geöffnet. Der Laden ist irgendwas. Bücherei. Willkommen in der Bibliothek. Nichts unordentlich machen, bitte. Ey, da ist ein Schläger drin. Sie haben Schläger in der Bücherei. Ich kümmere mich darum. Hier sind nur Bücher. Komm her, Junge! Ich kenne sie nicht, die Schlägereibücher. Bücher. Schlägerbücher. Ah, die Stühle kann ich kaputt machen. Wenn ich kaputt bin, ich muss. Komm her, Junge! Aua, oha! Aua, nochmal! Oha, das war der. War ein Endboss, Alter. Da haben wir ja richtig, zweimal richtig verprügelt. Der schmeißt einfach mit dem Messer durch die Gegend. Du triffst die Wand, bist du doof? Erstmal Leben sammeln hier. Zack, brezel ich die erstmal von hinten eine über. Ah, du lässt mich. Oh, fuck mich. Da ist ein Zwerg. Jack. Ella, ich bin voll verprügelt worden. Ich muss das aufkriegen. Ah, okay. Ja. Irgendwie habe ich mich ordentlich verprügeln lassen. Er hat einfach Leben genommen, als ich den anderen genommen habe. Der hat einfach den kompletten Verbandskasten gefressen. Richtiger Otto, Alter. Da ist noch ein Zwerg. Ich habe gedacht, ich rieche sie. Abgeschlossen. Hawkins Post, Nancy und Jonathan. Nancy und Jonathan jobben hier in den Ferien. Ah ja, okay. Alter, ist aber ganz schön groß, ne? Muss man ja mal sagen. Brauchen Hackerfähigkeit. Mann! Dann machen wir erstmal das Rathaus schöner. Dann nehmen wir noch den Mikael mit. Das ist übrigens auch das Rathaus. Dann will er hier noch eine Aufgabe erfüllt haben.
Mensch, Kinder, glaubt ihr, ihr könnt ohne Objekte überleben? Was sind Objekte? Objekte sind besondere Gegenstände, die du in Menügruppe verwenden kannst, um einen Vorteil über deine Feinde zu erlangen. Oh, Feinde, dieser Typ sieht wohl viele Actionfilme. Wir werden von allen Seiten angegriffen. Wir müssen vorbereitet sein. Welche Strategie hast du? Volle Pulle angreifen oder Abwehr mit dieser eisernen Faust? Beide kostet 5 Dollar. Ich will volle Pulle mit Angriff, Alter. Du hast Faustspikes bekommen. Du hast jetzt ein Objekt gefunden. Objekte steigern deine Fähigkeiten und unterstützen dich im Kampf. Öffne das Protokoll mit Select. Verwende dein Objekt über die Registerkarte Gruppe. Schaden um 10% erhöht, der Stoff aus dem Albtraum sind. Das sind hier von Chucky die Dinger. Versteht ihr? Nicht von Chucky, von Freddy Krüger. Aus dem Weg! Schau dir gleich einen rüber, du! Wer war dieser Kerl? I don't know. Willkommen im Rathaus, wir können euch helfen. Cheryl bei Starcourt schickt diese Halskette. Ich lege sie auf diesen Haufen. Du liebe Güte, der Major bekommt viele Geschenke. Die Leute lieben ihn einfach. Oh ja, her damit. Okay, hab ich gern gemacht. Tschüss. Panorama. Lecker Pizza. Ich schließe das Geschäft und ziehe nach Starcourt. Je mehr du kaufst, umso weniger muss ich mitnehmen. Mal einen Schlag kriegen. Aber der kostet 8 Dollar, Alter. Hey, wir müssen Geld sparen. Was will ich hier? Die Pizza ist immer kalt, ja. Muss das aufkriegen. Dicke, 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 dicke. Alter, das Spiel, ich find's mega. Ich feier's gerade irgendwie. Bam! Ja, moin. Kriegt mal Geld hin. Hackerfähigkeiten. Wo ist Hackerman, wenn man ihn braucht? Melvolts, da haben wir es doch. Ich räume mal die Kisten für sie weg, ja? Bin mal so nett, Herr Melvold. Wahrscheinlich müssen wir hier auch wieder erst Aufgabe erfüllen, bevor wir überhaupt was kaufen können. Nein, lass mich in Ruhe. Ich hätte gern alle drei Fernseher. Joyce, das klappt nie. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Kannst du es nicht für mich tun? Hey Kinder, Susan braucht einen neuen Föhn. Der hier ist super. 10 Dollar, Alter. Voll teuer. Was sollten wir noch aus Melwalds besorgen? Haartrockner. Nein, Ultralachs. Was? Besorge Melwalds einen Haartrockner? Besorge bei Melwalds Ultralachs. Hier steht noch so Ultralachs. Du wirkst nervös, was brauchst du? Spuckst aus, mich überrascht nichts mehr. Eine Flasche Ultralachs bitte. Im Ernst? Wofür braucht ihr eine Flasche Ultralachs? Die ist nicht für uns, sondern für meine Mom. Klar doch, ich verkaufe keinen Ultralachs mehr. Zu viele Beschwerden. Aber ich habe noch eine Flasche im Lager. Entferne die Ratten und sie gehört dir. Hier ist der Schlüssel. Klar, hören Sie das, Herr Polizist hier, ne? Hallo? Hoppa! Ich muss Kinderarbeit verrichten. Ich muss Ratten verprügeln. Du schaffst das, Hopp. Denk dran, bleib ruhig, halte den Blickkontakt aufrecht und reden, nicht schreien. Zur Info, wer die Serie nicht gesehen hat, die beiden, die reden gerade über Elfi und mich hier, den ich gerade spiele, weil die beiden eventuell Oompa Loompa machen könnten. Der will denen sagen, wie man verhütet und sowas, ja. Alter, ist das ein Rattennest oder was? Weg mit dem Scheiß. Ich hab den Lager direkt mal aufgeräumt.
auch tatsächlich bald mal Leben. Weil ich mir das gerade auffülle. Danke, ich habe ihr Lager aufgeräumt, ne? Nur zur Info. Ich habe mal alles clean gemacht wieder. So. Ja, hier waren wir jetzt gerade. Ne, wir sind ja von hier unten irgendwo. Ne, von hier sind wir gekommen. So, dann wieder zu Robin zurück. Ich komme. Es ist schon irgendwie cool. Ich find's geil. Es macht irgendwie Laune. Es ist ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie doch geil. Habt ihr das Ultralax und den Shake Mix? Ich setze meinen Job aufs Spiel, okay? Hier berichtet, wie es lief. Ich will jedes Detail. Danke. Danke. Und deine Tüten hier weg! Wir haben mittlerweile $8. $8 für uns, wohlgemerkt, ne? Also, wir wollten ja ein bisschen Knete sammeln. $8, damit kann man ja schon mal ein kleines Date machen, ne? Kann man auf jeden Fall ein paar Fritten fressen gehen. Oder... keine Ahnung. Eine Süßtüte an der... am Kiosk holen? Ey, du Vollidiot. Brave Jungs, mein Shake, dann mal her damit. Okay, Chad, bitte sehr. Moment, der schmeckt komisch, mir schlecht. Chad, was ist los? Oh mein Gott, ich muss mich übergeben. Chad, Mann, was ist los? Er ist grün. Ja, moin. Lasst euch besser nicht blicken. Ja. Lasst euch hier besser nicht blicken. Ist das mein Föhn? Oh, danke, ihr Lieben. Hier habt ihr etwas Geld für Pizza oder Spiele oder egal was. Ja, Mann! Gib mir ne Money. Alter, $10 gekriegt. Läuft. Ach, da ist er wieder am Tresen vorne. So, und jetzt müssen wir uns um Dustin kümmern. Aber, hä, was ist denn hier im Weg? Dustin! Mach deine Blümchen nochmal weg. Hier habe ich noch gar nicht mich umgesehen, ne? Tatsächlich. Mal eben hier gucken. Hier könnten auch noch Zwerge sein irgendwo. Eben hier umschauen. Ich mach die Blümchen schön. Ich mach die Blümchen schön. Und kassiere dafür Geld. Denn ich bin ein Gärtner. Die arme Granny. Was ist das hier? Hast du das eingesammelt? Sehr gut. Komm mal leben. Da war eine Truhe, Alter. Ja, moin. Hab ich was eingesammelt? Oder? Doof, dass man nicht sieht, was man eingesammelt hat. Bisschen. Nicht wundern, Leute, ich geh mich nur umgucken. Ich suche noch die letzten Zwergchens. Die letzten Zwergis hier. Und unser Leben filmen wir auch wieder auf nebenbei. Mal was können. So, also hier waren wir ja schon, glaube ich. Irgendeiner hat hier einen Pool im Garten. Hallo, ich steck fest. Gameplay im Übrigen werde ich so ungefähr eine Stunde immer machen. Bescheid wird. Hartspule, siehst du? So läuft das nämlich. $21 schon, ey, wir sind rich. Rich, rich. Dustin! Oh, Elfie ist auch da. Noch nicht runter.
Oh, euer Klo ist kaputt. Hackerfähigkeiten. Hackerman! Ey, wenn man Hackerman braucht, ist er nicht da, ne? Zum Glück war Billy den Sommer über beschäftigt. Der hat mich also ignoriert. Ah ja. Dustin wird nichts ahnen. Ne, mit dir rede ich nicht. Scheiß Weiber. Nein, auch das wieder nur auf Spaß bezogen zum Thema Serie, ne? Also gefährliches Insiderwissen nenne ich das mal. Ein Regenschirm. Okay. Was war da? Lappen. Aber hier. Nee. Ich glaube, hier geht es wieder raus aus dem Haus. Aber nein. So, jetzt haben wir die Bude auseinandergenommen. Und jetzt reden wir mit Elfie. Hi Mike, bereit, Dustin willkommen zu heißen? Legen wir los. Jetzt Elf. Hä, sie bewegt sich? Ist das nur ein Traum? Du träumst. Überraschung! Überraschung, willkommen zurück, Dustin. Danke, Leute. Ich hatte Angst, dass ihr mich vergesst, während ich weg bin. Ich brauche eure Hilfe bei einem Gerät, das ich gebastelt habe, während ich gewartet habe. Helft mir, einen Regenschirm, Klebeband und Alufolie zu besorgen. Die müssen hier irgendwo im Haus sein. Dustin stößt dazu. Du kannst zwischen deinen freigeschalteten Figuren wechseln, indem du RT oder LT drückst. So wird deine aktuelle Figur gegen eine neue ausgetauscht. Super, wir haben alles gefunden, was ich brauche. Bringen wir es nach draußen zu meiner Werkbank. Ah, okay. Der kann nur so machen, der Moin. Zerbron. Okay. Was machen wir damit? Was machen wir dann mit dem Schrott? Hey, das ist kein Schrott, sondern ein kompliziertes Teil einer Überraschung, die auf euch wartet. Ich habe den Rest auf der Wetterspitze aufgebaut. Wenn wir da sind und ich die Antenne anbringe, wird es irre, versprochen. Okay. Wir laufen zur Wetterspitze. Eigentlich müssen die so mit dem Fahrrad fahren. Wir können jetzt hacken. Okay, wir vergiften alles. Nicht geil. Muss das aufkriegen, okay. Okay, finde ich gerade richtig geil. Jetzt finde ich es wieder nochmal nicer. Leute, irgendwer hat Cerbero demoliert. Jetzt kann ich meine Freundin hier anrufen. Moment mal, du wolltest uns das zeigen? Um deine Freundin anzurufen? Ja, Susi sollte eine Überraschung sein. Wir müssen die fehlenden Teile finden. Los, wir sind bestimmt hier irgendwo. Diese Felsen stören den Empfang. Überlass das mir. Ich kann diese Steine mit meiner besonderen Fähigkeit zerstören. Jede Figur hat eine besondere Fähigkeit, die du im Kampf oder nur zur weiteren Erforschung vom Hawkins benutzen kannst. Aktiviere deine besondere Fähigkeit mit X. Besondere Fähigkeiten erfordern Energie. Die Energie kannst du aufladen, indem du sammelst oder Cola trinkst. Ah ja, okay. In der Hütte am Eingang zur Wetterspitze ist ein Getränkeautomat, falls wir mehr Energie brauchen. Okay. Tauschen. Hä? Aber guck mal, wenn ich den jetzt mache, macht er seine Superfähigkeit und dann er. Ah! Ah! Man kann die Fähigkeit des anderen auch nutzen. Ah, ja, 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 okay. Alles klar. Gecheckt. Ha! Ha! Sind über Verbrecher! Wie viel Spray der dabei haben muss. Ja,
Problem von den Freunden. Lauf mal weg. Untreffbar. Was machen diese fiesen Typen auf der Wetterspitze? Keine Ahnung, wir waren fast den ganzen Sommer in der Starkport Mall. Ring, ding, 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 ding. Ah ja. Was zum Henker? Hier unten ist ein Zimmer, Leute. Moment mal. Seit wann ist das denn da? Keine Ahnung, ich war auch noch nie hier. Bolzenschneider. Oha. Da wo der hinwirft, da brennt alles so. Alles für ein Zwerg, Alter. Sieht aus, als würden sie einen Tunnel graben. Hm, das ist komisch. Wir müssen uns konzentrieren. Die Cerbero-Teile sind offensichtlich nicht hier. Wir können uns wann anders mal umsehen. Okay. Einmal switchen und dann. Ja. Okay. Alter, ist das riesig hier? Okay. Das ist eins der fehlenden Teile. Wir sind im Anruf bei Susi einen Schritt näher und einen Schritt näher daran, nach Hause zu gehen. Suchen wir weiter. Du kannst mal eben noch hier das Ding aufschießen, bitte. Auch beim ersten Mal schon richtig. Ratten, überall Ratten. Demogorgons. Okay. Da hat irgendjemand sein Hausunrat im Wald weggeschmissen. So eine Frechheit. Aber wir können jetzt voll die Sachen hacken, Alter. Wir können jetzt voll in die Gänge, wo wir vorher nicht rein konnten. So verstehe ich ja. Was wollen die mit meinem Funkgerät? Vielleicht sind sie maskierte Aliens, was? Und ja, und sie wollen mit den Teilen nach Hause telefonieren. Ihr nervt. Okay, kleine Anspielung auf E.T., wer es nicht kennt. Die Jüngeren unter euch. Au, püsch, der hat gelassen, Junge. Der halbe Lebensbalken weg. Noch ein Servo-Teil, jetzt fehlt nur noch eins. Eines fehlt jetzt noch. Warum kann ich nicht lang? Ah, das erklärt. Auf die Karte gucken. Also wir laufen gerade wieder zurück, aber hier ist noch was und hier ist noch was und hier ist noch was. Also hier geht es schon mal rein. Da gehen wir jetzt erstmal hin.
Mach mal deine Bombe. Blockieren. Wehrt viele eingehenden Schaden ab und sorgt für einen kurzen Zeitraum für einen starken Gegenangriff. Aktivieren sie mit B, aber drückst du zu lange, bist du betäubt. Das letzte Teil, du gibst dir echt Mühe, um so zu tun, als hättest du eine Freundin, Dustin. Sie ist nicht erfunden. Los, so, zurück zu Zerto, dann kann ich es euch beweisen. Die haben in der Serie, haben die Dustin nicht geglaubt, dass er eine Freundin hat. Weil Dustin halt so ein wunderschönes Gebiss hat. Und ein ganz komischer Typ ist eigentlich. Aber ein süßer Typ, ich finde ihn toll. Ich mag Dustin. No homo, Bro, aber ich mag Dustin. Bolzenschneider? Wer hat einen Bolzenschneider für mich? Ich schmeiße einfach mit Messern. Wir sind Kinder, ihr könnt euch mit Messern schmeißen. Das sind nur zig Kisten mit Kartoffeln. Ich mag Pommes wie jeder andere, aber das ist verrückt. Ach so, ja moin. Das sind nur Kisten mit Jeans und Zeitschriften. Wofür um Alter der Welt braucht man so viele Jeans? So. Aber weißt du, was mich wundert? Ich habe hier keinen Zwerg gesehen. Da hätte ich mehr erwartet. So, meine Damen und Herren. Automatisch gespeichert stand um. Bevor wir jetzt das Ding reparieren, machen wir einen Cut und dann sehen wir uns doch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Stranger Things. Lasst einen Daumen da, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ihr Hoshis. Warum macht er das nicht? Warte. Jetzt. Achtung. Ciao, ihr Hoshis.